schönes Spot für Wildkarpfen. Ich habe gerade eine Aufnahme gemacht, wie ich einen recht großen ziehe. Ich würde mal sagen, ich setze euch nach dem Video alles zum Setting, zum Setup und so weiter und so fort. Also viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich. Schauen wir mal, was Sie hier Schönes ausziehen. Der zieht aber. Jetzt habe ich mein Mikro hier in der Hand. Verdammt, verdammt, verdammt. So, viel besser. Also wenn das ein Karpfen ist, dann könnte das schon was Größeres werden. Kann aber auch theoretisch ein Stör sein, ein russischer. Also hier wurden heute schon super Trophys. Also von den Wildkarpfen gezogen. Ich war gespannt. Es hat sich aber noch nichts gezeigt. Ich wüsste ja gerne, was ich hier verhafte. Also ganz unten seht ihr die Schnur. Ich habe hier 36 Kilo Vorfahr. Und das Ding geht sehr, sehr gut ab. Die Hoffnung stirbt zwar zuletzt, wie es so schön heißt, aber. Super Trophäe. Bitte, bitte, bitte. Also wenn das ein Karpfen ist, dann wird das auf jeden Fall ein Trophäe. Super Trophäe, gut. Kann, muss nicht. Das Vieh hat noch Kraft ohne Ende. Sehr gut. Ziemlich nervös, der Fisch. Ich habe Angst, dass ich hier rechts abhaut. Wenn er in dem Bereich bleibt, dann ist alles in Ordnung. Ja. Thank you.
mich erinnern, dass ich für meinen Super Trophy Wildgrafen auch ewig gebraucht habe, um ihn rauszuziehen. Ich weiß es nicht. Und eigentlich wollte ich heute wieder auf Wales gehen. Ich würde euch auch noch ein bisschen Material zum Wales uploaden, wenn ich denn dazu komme. Und dann habe ich von dem Spot hier gelesen und dachte mir, komm, das musst du ausprobieren. Und ich habe nicht mal Kaffee hier. Verdammt. So unvorbereitet. Im Real Life würde ich nie ohne Kaffee angeln gehen. Hier ist ja irgendwo die Stelle, wo man nicht reinfallen sollte. Natürlich bin ich da schon ein paar Mal reingefallen. Ah, zeigt er ein bisschen was von sich, sein Köpfchen. Also, ob der Fisch einmal oben ist, war es das eigentlich. Kriegt er wieder Kraft. So ein Hin und Her, so ein ganz nervöses Hin und Her. Muss ich aber auch mitgehen. Weil da fängt ja die Insel an, wenn er da inzwischen schwimmt, war es das. Und dauert Stunden, bis ich den da rauskriege. Entschuldigt, dass ich euch hier nicht großartig unterhalte, aber ich bin schon ziemlich müde heute. Was haben wir denn jetzt? 20 nach 9.
in meinem Alter. Bin aber auch ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich. Aber kein Corona, keine Sorge. Das ist ein Sturkopf. Und das Schöne ist natürlich, wenn ihr das guckt, könnt ihr dort vorspulen oder schneller laufen lassen. Kann ich leider nicht. Aber vielleicht schneide ich den Film ja auch zusammen. Mal gucken, wie lange es noch dauern. Aber jetzt scheint er ein bisschen nachzugeben. Ich sage er und ich meine den Karpfen. Zeig dich doch mal. Jetzt
Sehr, sehr ruhig. Bewegt sich hier kaum was. Tja, kaum habe ich es gesagt. Entschuldigt. Nein, 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 nein. Hier wollen die doch gar nicht. Nein, 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 nein. Das ist die Stelle, verdammt. Egal. Ich muss so einen Schluck trinken. So. Da war was Rotes. Sieht nicht nach einem Stör aus. So eine rote Flosse. Eine Bauchflosse war das gewesen, glaube ich. Da ist sie wieder. Zeig mal ein bisschen mehr. Zeig dich. Ja, das haben wir schon gesehen. So, 18 Minuten. Schon wieder. Der ist schon kaputt. Der ist schon müde. Genau. Tja, hier unten kann ich den nicht reinholen. Alles.
Ja, noch ist der Fisch ja nicht verhaftet. Das dauert noch ein bisschen. Aber hier will ich den hinhaben. Hier, genau hier. Komm, komm, komm. Natürlich immer gefährlich, das Pumpen. Ne? Aber wenn ich den auch in der Oberfläche habe, dann ist es schon erledigt eigentlich. Dann ist es so gut wie mit Kescher. Der ist schon müde, der wehrt sich gar nicht mehr. Ja, da kommt er hoch. Und was ist es? Das sieht nach einem Karpfen aus. Oder ich bin völlig blind. Naja, ist ein Karpfen. Ich wollte gerade sagen, jetzt lasse ich das Pumpen mal sein, weil so nah auf die halbe Minute kommt es auch nicht drauf an. Ja, das ist ein Wildkarpfen. Der kämpft ja noch, der alte Sack. Wie so alt, aber ja, es natürlich ein alter Karpfen ist. Und wie so Sack hier, weil er schwer wie ein Sack ist. Nein. Noch kein super Trophy. Aber ein schöner Karpfen. 31 Kilo. Sehr schön. So, dann machen wir mal hier Schluss und wir sehen uns gleich wieder. Ja. Ich weiß nicht, ob wann die super Trophys wären, aber war ein schöner. Hat Spaß gemacht. So, wir sind hier bei 98,84 Achtuber. Hier an der Kante von dem 8-Meter-Loch. Blick Richtung Baumstamm. Da wird auch hingeworfen. Clip 24 Meter. So. Dann haben wir einmal diese Kombination. Könnt ihr mal selber gucken. Braune Farbe, Leadcore, 36 Kilo. Blei, ja, ich habe mal so ein 56 Gramm. Einmal Federvorfach, 36 Kilo, 4-0er Berserk Hook, S4-0. Dann als Köder, einmal Halibut Pellets 18, einmal Süßwassergrill 18. Als Dip, roter Grill und dann PVA dazu. Bestehend aus Sonnenblumenkernen, Halibut Mini Feed Pellets 2, Halibut Feed Pellets 7, Biskuit und extra Halibut Feed Pellets 12, also Aroma Halibut Öl. Die beißen meistens am frühen Morgen, nachts ein bisschen. Tagsüber ist eigentlich relativ ruhig. Ich zeige euch noch, was ich bis jetzt gefangen habe hier.
Also in der Stunde 40 bin ich hier, habe 17 Fische. Davon, wie ihr seht, drei zum Wegschmeißen bzw. Fischfetzen. Ein Stör ist dran gegangen, plus der eine Wildkarpfen. Sobald ich den verkauft habe, werde ich euch auch mal drunter schreiben, was ich für den bekommen habe. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück beim Angeln. Und wir sehen uns dann demnächst. Bis dann. Ciao.